Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zum vierten Part der Schalke 04 Karriere. Ihr feiert das Projekt, ich feiere das Projekt. Es macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Das hier ist die neue Folge. Eskaliert mit den Likes, Transfervorschläge wie immer gerne rein, Verbesserungsvorschläge. Ich sag nur so, es gab einen Trümmerbruch in der Winterpause. Die Wintertransferphase war absolut wild. Pokal, sind wilde Sachen passiert. Guckt es euch einfach an in der zweiten Liga. Geisteskrank. Diese Folge ist, glaube ich, bis jetzt mit Abstand die heftigste. Schaut es euch an, Freunde. Lasst ein Like da. Ich freue mich über jeden Support. Und jetzt ganz viel Spaß. YouTube-Glocke aktivieren. Videos abchecken, wichtig. Und dann rein da. Und gerne, die noch kein Abo dagelassen haben und die Serie verfolgen wollen, gerne mal ein Abo da lassen. So, rein da. Let's go. Wir machen mal einen kurzen Kaderkassensturz hier. So sieht's aktuell aus. Das ist so mehr oder weniger die erste Elf, wobei ich sagen würde, aktuell ist Drexler schon vor Lassme. Aber eigentlich am ehesten Hollerbach, wenn ich ganz offen und ehrlich bin. Ich glaube, aktuell ist die erste Elf das hier, oder? Würde ich sagen. Also ich würde halt weiterhin gucken, ob ich entweder Tobi Moore oder Kozuki abgebe. Entweder Moore für Geld oder Kozuki für eine Laie. Weil die spielen halt gar nicht. Also wenn wir die beiden abgeben, würde ich mich tatsächlich auch nochmal um Tim Skarke bemühen. Und ich überlege tatsächlich auch vielleicht sogar Keke Top auszuleihen, um dem Spielzeit zu geben. Weil Polter ist halt klarer Nummer 2 Stürmer. Und wir spielen halt nur eine einzige Spitze. Deshalb würde ich mal Keke und Kozuki auf die Leihliste packen. Tobi Moore auf die Transferliste. Und dann halt gucken, ob wir... Wir können auch mal gucken, was wir hier gescoutet haben. Flügelstürmer, temporeich Stammspielerqualität. Silas bei den Young Boys Bern. Wild. Tim Skarka, 72. Den würde ich halt schon gerne haben, Alter. Aber es wäre halt auch einer mit Tempo, ne? Das würde ich halt echt fühlen. Linksverteidiger Stammspielerqualität. Maxi Wittek. Gibt sogar in Real-Life-Gerüchte aktuell. Der war mal in meiner Show. Ehrenmann. Mal reinscouten. Chat, vielleicht auf Perspektive, wenn wir aufsteigen, Torunariga zurück in die Bundesliga holen? Wäre eigentlich ein perfekter Fit für uns, weil wir einen Linksfuß-Innenverteidiger brauchen. Sollten wir aufsteigen, ist das eine geile Idee. Oder halt Leitsch dann nächstes Jahr, ist halt auch eine Idee. Transferangebot für Terodde. Digga, verpisst euch weg. Antworte ich gar nicht drauf. Es freut mich, dass sie sich bezüglich eines Wechsels umentschieden haben. Wir müssen abwarten. Ja, Digga, ich will dich halt schon verkaufen, Tobi. Was soll ich dir denn sagen, Mann? Tobi, was soll ich dir sagen, Junge? Immer wenn du nicht spielst, nervt mich dein Onkel da und schreibt mir irgendwelche Twitter-Nachrichten. Ja, okay, also ich werde jetzt Keke Top nicht zu Rio Ave verleihen. Ablehnen. Ändern halt irgendwie zu einem Drittligisten oder so. Drittligist würde halt Sinn machen. Oh nein, Keke Top schreibt mir. Oh Gott. Oh Gott! Ich hab Stress! Was lese ich bei Twitter? Spinnst du? Haust mich auf die Transferliste, Leihliste. Ich such das Gespräch. Ja, Meister. Keke. Ja. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist so, wie es aussieht anscheinend. Lass dich nicht von den Medien verrückt machen, okay? Ja, finde ich nicht in Ordnung, ne? Mir tut's auch leid. Es ist eigentlich gar nicht mein Stil, dass du sowas aus den Medien erfährst. Und ich bin schon so ein langer Supporter. Keke. Ich kenne dich schon so lange und du rotzt einfach auf mich, weißt du? Ich rotz nicht auf dich. Ich habe gegen den Willen deines Beraters dir einen super Vertrag gegeben. Ich habe dir PSN-Karten geklärt. PSN-Karten geklärt für den EA Sports FC Release. Plus, ich denke ja... Ich habe noch nicht gesehen. Ja, es ist ja auch gerade erst im Dezember. Willst du im Dezember... Nee, scheiße. FIFA Release ist 3 Monate vorbei. Keke, sag das doch. Sag es doch, dass ich es vergessen habe. Und sie haben mich auf die Leihliste. Muss ich auch erstmal tief durchatmen, ne? Schau mal. Merken Sie gerade selber, ne? Ich merke selber. Schau mal. Ich bin ja auch jemand... Ich denke ja auch an deine Zukunft. Das tun sie ja nicht, indem sie mich auf die Leihliste. Ja doch, ich will ja, dass du Spielzeit bekommst. Schau mal, wir haben aktuell mit Polter und Terodde 2 Spitzen da vorne drin, die beide den Anspruch haben, immer zu spielen. Terodde bricht hier wahrscheinlich den Zweitliga-Torrekord in einer Saison. Polter ist gekommen, da hat er 10 Hütten in der ersten Liga gemacht. Und da sage ich dir, als junger Spieler musst du dich auch hinten anstellen. Ja, da hast du nicht unrecht. Siehst du? Ich zeig dir jetzt mal einen Karriereplan auf, okay? Damit die Leute dich auch mal sehen. Der Karriereplan... Der Karriereplan sieht folgendermaßen aus. Aktuell, Stürmer Nummer 3, bist du unzufrieden? Ja. Sei ehrlich, bist du unzufrieden? Nö, geh ich mit. 10 Spiele, 1 Tor, du hast dein erstes Profitor bei mir gemacht. Geh ich auch mit. Was jetzt aber passieren wird, ist, ich schaue mich um, wir gucken, dass du vielleicht für die Rückrunde einen Verein aus der zweiten, dritten Liga bekommst, wo du dich entwickeln kannst, wo du spielen wirst. Und dann nächste Saison, wenn wir aufsteigen, dann kommst du zurück. Ja, das ist ein Deal, ist ein Deal. Ist ein Deal. Aber ich würde es trotzdem nur favorisieren, mich bei Schalke 04 durchzukämpfen. Ich warte ja auch ab, aber jetzt sage ich dir mal was. Schau mal. Sie müssen mir Zeit geben, sie haben mir ein halbes Jahr bisher gegeben. Schau mal. Siehst du das aktuell hier gerade? Es ist der 16. Januar. Das Team of the Year steht vor der Tür.
Und als Zeichen meines guten Willens machen wir aus den 1.000 Euro PSN 2.000 und du kannst ins Team of the Year reingehen. In die Lightning Rounds? In die Lightning Rounds. Das ist nicht gut, Junge. Keine FIFA-Packs. Kicker. Das Geld für sinnvolle Dinge im Leben ausgeben. Und zum FIFA-Release ist sinnvoll, oder was? Nee, ist auch nicht sinnvoll. Da rede ich mit der falschen Person, die investiert in FIFA wie nichts Zweites. Kicker, zwei Sachen. Du gähnst hier die ganze Zeit, in dem Gespräch. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wie redest du mit deinem Trainer? Wir sind im Trainingslager, ich bin im Arsch. Ach ja, ihr seid ja wirklich im Trainingslager, stimmt. Was geht eigentlich? Was läuft? Jetzt mal kurz aus dem Charakter rauskommen, wie läuft eigentlich das Trainingslager, Digga? Digga, heute war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend bei 30 Grad. Scheiße, lässt er dich laufen, die Sau? Nö. Das ist natürlich anstrengend, aber es muss ja auch anstrengend sein. Sei ehrlich vom Gefühl, Rüdiger Rammel oder Thomas Reis? Thomas Reis. Hast du unter dem ein Pflichtspieltor gemacht? Nein, aber ich hab... Ja, da höre ich nichts aus Mittersill. Da scheint auf einmal nicht mehr die Sonne bei euch im Schloss. Ich hab die Leihliste gesetzt. Aha, 2000 Euro PSN fürs Team of the Year. Ich ruf dich an, wenn ich einen Verein für dich hab. Ja, ich will jetzt auf Pen und Pissen. Ja, mach. Morgen wachst du auf, hast einen neuen Verein. Seh mal zu. Ja, tschüss. Deine Frechheit, wie die jungen Wilden mit mir reden. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich dachte, ich bin eine Respektsperson. Goretzka! PSG. Müller zu Barca bringt mich auch. Sangaré zu Neapel. Das ist aber ein geiler Transfer. Also ich sag euch ehrlich, wenn wir Keke verleihen, mache ich einen ganz ekligen Move. Dann hole ich diesen Lukas Schnellbacher. Der hat 10 Tore bei Elversberg. Der ist auch ein schneller Stürmer. Dann holen wir den als Stürmer Nummer 3. Wird ein ganz ekliger Move. Lol, Garnacho ist an Darmstadt verliehen. What the fuck? Ey, okay. Also Chat... Der soll wohl in Real Life bei Schalke im Gespräch sein. Und ich sag euch ehrlich, wenn Salazar geht, ist das aber ehrlich ein Kandidat. Dann gucke ich mir den mal ganz genau an. Okay, wir spielen auswärts in Fürth. Spieltag 19. Matriciani hat 73, der Goat ist hochgegangen. Schallenberg ist eine Goldkarte. 75, Salazar 77, Digga. Ich habe so Angst, dass seine Klausel gezogen wird. So Angst. Aber die erste Elf steht aktuell. Die erste Elf steht. Also es ist 19. Spieltag schon, aber erstes Spiel nach der Winterpause. Terodde leider nur noch 72, ne? Aber ich sag, der Mann kann immer noch Tore schießen. Hollerbach. Oh, stark! Uedraogo! Abseits. Hollerbach macht aber ein gutes Spiel. Terodde. Holt sich die Bälle tief. Ui! Traogo, Junge. Er ist so gut, Mann. Er ist so krass gut, Chat. Wir haben da so ein Wundertalent bei uns im Kader, ne? Junge, Traogo, das safe jetzt schon 5, 6 Saisontore. Der alleine in dem Spiel 1. Boah, das ist 2-0. Dann ein Doppelpack hatte der gegen Dings hier am 17. Spieltag. Ja, komm jetzt aber. Ui, Traogo. Er macht... Digga, ich wollte gerade schon sagen, er macht schon wieder einen Doppelpack. Uedraogo. Nein. Nein. Aber Terodde. Simon ist da. Du kannst nix, Bro. Ich sag's dir jetzt. Seh zu, wie Oya einen geilen Standard schlägt. Ja, okay, hab nicht. Henning. Mach einen Longshot. Mit dem Ausriss. Erster Torschuss von Henning Matriciani in der Karriere. Ja, Hausaufgaben gemacht. 2-0 Auswärtssieg. Digga, der Auswärtsblock ist nicht mal voll. Was ist denn da los? Digga, der Auswärtsblock ist nicht voll. Hamburg gewinnt, Hertha gewinnt. Düsseldorf hat gechoked. Düsseldorf hat nur unentschieden gespielt. Big. Oh, das ist gar nicht gut. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ehrlich nicht, wie wir nochmal in Hamburg rankommen sollen. Aber das macht mir Angst. Also das ist frech. Weil das, sage ich euch ehrlich, das ist geschmierte Presse. Dass genau jetzt ein Beitrag kommt. Ah, Salazar, bester Vorlagengeber der zweiten Liga. Das ist frech. Schön doch mal, dass die Vereine auf ihn aufmerksam werden. Das ist frech, dass genau jetzt fünf Tage vorm Transfermarktende so ein Bericht kommt. Und gleich kommt auf einmal, ja, Wolfsburg hat die Freigabesumme bezahlt. Guck jetzt Nachricht. Oh, Leihangebot für Kozuki. Ey, aber das ist geil. Das machen wir. Alkmaar ist cool. Holländische Liga ist perfekt, aber halt ohne Kaufoption. Komm mal rein hier. Schönen guten Tag. Laie mit Kaufoption, ich würde Laie ohne Option machen, bitte. Kurze Laufzeit. Barsch, die zahlen sogar 60% Gehalt. Barsch, machen wir. Top. So, wir spielen gegen Holstein Kiel. Lass mir Startelf, ich vertraue. Und ich will Uedraogo nicht überpacen, deshalb lasse ich mal Seguin spielen. Da steht halt auch wieder ein Holtby auf dem Platz, der uns eindrücken könnte. Ab auf der Bank. Komm, Salazar. Boah, stark. Hollerbach. Eine schöne Ojan-Ecke. Auf! Hollerbach.
Da ist Henning! Gibt's Elfmeter? Asensio geht zu Arsenal? Okay, lol. Es gibt Freistoß für Kiel. Okay, schade. Weil du wirst halt mit dem niemals einen richtig dicken Sprint machen. Sowas musst du machen. Boah, geil gespielt, schade. Geil gespielt. FIFA geiler als FM zum Angucken, sage ich. Ja, finde ich auch. Ich finde, als Streaming-Projekt ist FIFA-Karriere perfekt. Weil da halt auch die Spieler, die halt mal selber spielen kannst und so. Das macht halt, finde ich, auch zum Zugucken viel mehr Bock. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Und es ist der Rekord-Torjäger der zweiten Bundesliga. Und Standardstärke ist ein Rüdiger Rammel-Mittel. Salazar mit der nächsten Vorlage, der Top-Vorlagengeber der Liga, auf den Top-Torjäger der Liga. Steigt hoch. Ohne Chance. Ohne Chance. So ein wuchtiger Kopfball. Und das ist Saisontreffer Nummer 20. Ah. Nein. Drexler. Uedraogo. Uedraogo. Gib eine Ecke. Es gibt eine Ecke. Nochmal wie in Halbzeit 1. Salazar. Kommt nicht. Uedraogo. Verliert den Ball. Uah. 75. Kontermöglichkeit Kiel. Henning kommt nicht in den Zweikampf. Und komm, Uedraogo, lauf. Nimm Kenan mit. Sehr schönes Ding. Komm, Kenan. Komm, Kenan. Komm, Kenan. Kenan. Volle Offensive. Salazar. Tirode. Keke. Nein. 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 Ralle. Ralle. Henning. Und Konter nochmal. Tirode. Oh, Jan. Oh, Jan. Es gibt nochmal eine Ecke. Und oh, Jan. Peitscht die Nordkurve nochmal nach vorne. Oh, Jan. Henning! Nein, Keke! Nein, 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 nein! Nein! Keke, das wäre dein Moment gewesen. Es wäre dein Moment gewesen, Keke. Hamburg ist 10 Punkte weg. Transfer Deadline Day. Interesse an Skarke. Leihangebot von Ude Almera. Leihangebot Keke Top. Queen's Park Rangers. In welcher Liga spielen die Queen's Park Rangers gerade? Zweite. Eigentlich ganz geil. Finde ich top. Finde ich Keke top. Der Mann wacht morgen auf und hat einen neuen Verein. Kurzleihe. Jetzt wird der Skarke-Deal gehijackt. Laie vorschlagen. Oh, come on. Oh, das wäre big. Das wäre big. Wenn wir den jetzt erstmal leihen mit einer Kaufoption, kommt der Runert. Will er mich wieder scammen oder was? Laie zum Kauf. Mit einer Kaufoption sollten wir aufsteigen. Klingt okay. Kurze Laufzeit. Mit Option ihn zu kaufen, wenn wir aufsteigen. Der Mann verdient richtig viel Kohle, Alter. 20.000er Gehalt bei Union. Tim Skarke Deal, I prefer not to speak. Ich möchte einen 50-50 Share. Also so wie bei Twitch. Ja! Lass uns den Twitch Share machen. 50-50. Baba! Was ist eine angemessene Kaufoption für den? Biet mal 2-3. Hoffentlich quitten die jetzt nicht direkt. Lol. 2-3-5 ohne Weiterverkaufsgebühr. Und Digga, jetzt ziehe ich ihm die Höschen aus. 2-3 ohne Weiterverkaufsgebühr, Bro. Ich hab dich. Ich hab dich an den Eiern. Hier gibt's keine Weiterverkaufsgebühr. Du redest mit Rüdiger Rammel. Du redest mit Rüdiger Rammel und nicht mit irgendeinem Schwanz. Jetzt kommen wir. Ja, jetzt wollen sie 2-4-5. Bruder, du redest hier mit Rüdiger Rammel. 2,3 Millionen. Ohne zu reden. Du redest hier nicht mit irgendeinem Schwanz, das ist Rüdiger Rammel, der vor dir sitzt. Und wenn Rüdiger Rammel vor dir sitzt, dann hast du Respekt und unterschreibst die Scheiße. Tim Skarke Deal geplatzt! I prefer not to speak! Der Dachboden. Laut Gerüchten ist Schalke weiter an Skarke dran. Der Dachboden meldet sich. Tim Skarke Deal zum dritten Mal geplatzt. I prefer not to speak. Hab da so viel Scheiß gehört, muss noch abwägen, ob ich wieder Unruhe reinbringen möchte. Tano Miele. Tagesschild, S04 Nachrichtenbericht. Breaking News, Tim Skarke wechselt nicht zurück zu den Knappen. Der Deal platzt kurzfristig aufgrund von 150.000 Euro Abweichung. Die Fans sind sauer. Boah, das ganze Internet nimmt uns auseinander. Der Schalke-Star Simon Terodde war bei uns zu Gast. Zu seinen Zukunftsplänen wollte uns der 35-Jährige nichts verraten, ob er auch weiterhin beim S04 stürmen wird. Bleibt abzuwarten. An der Torwand zeigte er sich stark und traf satte 5 von 6 Mal. Geil, Digga. Wie cool. ZDF Sportstudio. Kuss. Nee, Sportstudio. Rüdiger Rammel würde ich nicht mal als Co-Trainer meiner U15 nehmen. Der Mann ist Kennzeichen für Schalke. Schlechte Transferpolitik, Skarke-Deal und das zweite Mal schlechte Taktiken. Nein, der Sport-Einzelpass. Laut L'Equipe diskutiert Olympique Marseille intern die Ausstiegsklausel von Rodrigo Salazar zu ziehen. Sollte er in diesem Winter wechseln, steht auf Schalke eine Leihe von Paul Wagner.
im Raum ihn zu ersetzen. Alternativkassett sei Florent Moustier. Und Hauptsache hier steht, dem Kader fehlt die Qualität. Bodenlos. Scheiß drauf, ich behalte aber Top. Weil es würde dazu führen, dass ich jetzt einen neuen Stürmer hole und unnötig Geld ausgebe. Das ist ja Quatsch. Nein, 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 ich wusste es. Nein! Rodri, ich wusste es! Rodri! Rodri! In die zweite englische Liga, dein Ernst? Dein Ernst? Das ist zweite Liga, Bro! Och, Rodri, bitte! Bitte, Rodri! Bitte, Rodri, bitte! Bitte! Der hat 14 Scorer in der zweiten Liga! Er ist Top-Vorlagengeber! Es ist noch nichts passiert! Es ist noch nichts passiert! Es ist noch nichts passiert! Nein! Rodri, nein! 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 Rodri! Rodri! Was hab ich dir getan? Wir waren so ein Dream Team! Schlechter Deal! Ja, ach! Welcher Hurensohn hat denn da die Ausstiegsklausel reingeschrieben? Ruven Schröder, deinen scheiß Scherbenhaufen muss ich hier übernehmen. Jetzt sag ich's aber mal, Ruven Schröder, du Scheißschlange. Kannst ja nur schön saufen. Bestmöglicher Deal, minus 1 Euro. Danke nochmal, Ruven Schröder. Du hast keine Spieler, die gut genug sind, um diesen Mannschaftsbereich wirklich zu helfen. Du solltest dich sofort nach guten Alternativen für die Atom... Dumme Drechsler, halt die Fresse! Rammel? Hallo? Ah, die UGE hier. Ah, Männer, was soll ich euch sagen? Ich hab's versucht. Libbys, vor meiner Haustür. Männer. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich habe mit euch die Champions League vor ein paar Jahren gewonnen. Ihr könnt mir jetzt nicht die Libbys vor die Haustür stellen. Nur weil hier die Ausstiegsklausel gezogen wird. Da kann ich ja auch nichts machen. Ein YouTuber aus Herne wieder gehetzt gegen mich oder was? Getwittert. Naja, ich gucke in Social Media rein. Ich gucke rein in Social Media. Ich guck mal, was sie mir zu erzählen haben. Gehen irgendwelche Nachrichten viral? Was ist denn da los? Florian Guilty Berg. Alles guilty. Das war zuletzt. Ich kann das nicht. UGE vor Ravels Haustür. Salazar first interview for Leicester City will be live in 5 minutes. Geil, Schalke Info wollte Rodrigo Salazar nicht auf die Insel. Ist doch alles scheiße. Ultra Schalke 04. David Drexler ist auch sauer. David Drexler. Trotz einem intensiven Gespräch mit Coach Rammel verlässt Salazar Schalke 04. Leicester zieht die Ausstiegsklausel. Rammel versuchte alles, um ihn zu halten. Vereinzelte Fans versammeln sich am Arena-Ring und warteten auf ihn. Da läuft er! Der Rodri! Ein Better than Rodri-Coach. Henning Matriciani wurde am Berger Feld mit 3 Flaschen Asbach und 2 Kisten Feldies gesichtet. Laut Gerüchten soll Rammel dabei 80% der Getränke leer gesoffen haben. Ach man, Digga, was ein Bruch. Was ein Bruch, Digga. Ich habe 4 Stunden Zeit für einen Ersatz. Was soll das denn jetzt werden? Es gibt 2 Optionen und die eine Option heißt Max Meyer. Die eine Option heißt Max Meyer, sage ich. Das ist Option 1. Max Meyer oder Appelkamp. Aber bei Appelkamp sage ich, die Kohle haben wir nicht, ey. Ich kann nicht in der zweiten Liga 7 Millionen aufwärts für so einen Spieler ausgeben. Ich versuche Appelkamp, aber das Ganze... Das kannst du knicken, Alter. Das wird viel zu teuer sein. Star Rhymes, was wollen sie haben? Also mehr als 7 Millionen zahle ich eh nicht. Ich biete da jetzt einfach 6 rein. Keine Ahnung, ob ich damit weit komme. Lol. Okay. 6-1 ohne Weiterverkaufsgebühr? Ja, okay. Wir müssen es mit Weiterverkaufsgebühr machen. Okay, wir müssen es mit Weiterverkaufsgebühr machen, sonst wollen die über 7 haben. Dann was ist denn mit 10%? Ist ja auch nicht unrealistisch. Wenn er sich halt krass entwickeln, sollen die 10% davon haben. Let's go. Okay, dann tüten wir das ein. Ich hole mir noch ein Angebot rein. Bei Max Meyer möchte ich einmal nachhorchen. Und für die jetzt reinschreiben, 6 Millionen als Zweitligist unrealistisch. Digga, ich habe auch gerade einen Spieler für 11 Millionen verkauft, ne? Also die Werte in Karrieremodus, da könnte er immer, deshalb haben wir auch nicht 150 Millionen Schulden, sondern 300 Millionen. Das könnte immer mal 2 oder mal 3 nehmen. So. Die 6 Millionen, die ich jetzt hier für Appelkamp zahle, wären in Real Life 3 oder 4 Millionen. Und dann kommt das schon hin, Digga. Dann kommt es schon hin, sage ich. Also ich probiere den mal günstig. Wenn der jetzt viel günstiger ist, dann würde ich es machen. Aber ansonsten mache ich echt Appelkampf. Es ist halt auch nicht teuer. Ich mache nochmal 2,7. Ja, krass. Boah, das ist schwer jetzt. Also jetzt sage ich euch, das ist schwer. Entweder Max Meyer für 2,7 oder Appelkampf für 6. Das ist echt
schwer. Kann man irgendwo gucken, was die für Gehalt bekommen? Das ist halt nämlich auch nochmal so ein Faktor, ne? Boah, das ist halt echt schwer, weil Appelkamp ist der bessere Spieler. Appelkamp hat viel mehr Potenzial. Aber du gehst halt nicht so ein riesiges finanzielles Risiko ein, ne? Boah, das ist schwer. Also ich sage, vom Geld her könnten wir uns Appelkamp schon leisten. Weil dann haben wir immer noch einen Transferplus in der zweiten Liga von 8 Millionen. Selbst wenn wir dann Hollerbach holen. Also wir haben trotzdem dann eine super solide Transferbilanz. Ich versuche Appelkamp, Chat. Ich versuche Appelkamp. Wir haben schon 7 Millionen Euro Schulden abgebaut in der zweiten Liga. Wir können nicht... Wenn wir Max Meyer holen, machen wir den Kader schlechter. Sag ich euch so, wie es ist. Wir machen den Kader schlechter, wenn wir Max Meyer holen. Wir machen uns eine Baustelle, die verschieben wir 2 Jahre nach hinten. Ich probiere es als erstes mit Appelkamp. Wenn der jetzt ein völlig wilde Vorstellung hat, was Gehalt angeht, können wir immer noch Max Meyer holen. Aber ich versuche Appelkamp. Wir können ja nicht, wenn wir um den Aufstieg spielen, unseren besten Spieler verlieren und dann mit so B-Ware nachjustieren. Das ist genau das, worüber ich mich in Real Life immer aufrege. Bringt ja nichts, sich jetzt hier kaputt zu sparen und zu sagen, ja, dann sparen wir 3 Millionen, 4 Millionen Euro, aber haben dann halt einen 5 Jahre älteren Spieler im Kader, der die Baustelle einfach nur 2 Jahre nach hinten verschiebt. Also Schlüsselspieler auf jeden Fall. Meine Worte, wer billig kauft, kauft zweimal. Sage ich nämlich auch. Schlüsselspieler. 4-Jahres-Vertrag. Passt. Freigabesumme. Machen wir nicht. Ich könnte mal was anbieten. Was Realistisches. Vielleicht so 20 Millionen, wenn er es annimmt. Hätten wir nochmal ein bisschen Realismus mit drin. Will er die haben? Ja, 16. 16 ist Quatsch. 16 ist Quatsch. Okay, okay, okay. Das geht aber. Also ein 10er Gehalt wäre super. Einstiegsbonus 94.000 ist natürlich ein Brett. Für 10... Das geht eigentlich. Ich würde halt gerne den Einstiegsbonus reduzieren und den Vertrag ein bisschen leistungsbezogener machen. Ich mach mal den Einstiegsbonus. Komm, wir machen 70, dann kannst du dir ein richtig schönes Auto holen. Und dann kriegst du für 10 Tore, aber dafür 140. Ist leistungsbezogener. Let's go. Chat, wir haben unseren Neuzugang. Boah, was ein Deadline-Day. Was ein Deadline-Day. Aber wir haben's gut gedribbelt bekommen. Also ich sag ehrlich, Salazar tut ganz, ganz tief im Herz weh. Aber ihn durch Appelkamp zu ersetzen... Für den Deal ist echt stabil. Und da kommt er jetzt rein, das erste Mal ins Büro, wenn die PS5 das lädt. Da ist er. Kommt er zum ersten Mal. Macht den Medizincheck, Rüdiger Rammel, der telefoniert noch rum. Telefoniert viel, ist Deadline Day, alles gut. Matchcheck. Geht alles durch. Ah, sieht gut aus. Hält das neue Trikot hoch. Unser neuer Spieler-Chat. Geil. Der wird aber nicht die 8 bekommen. Der kriegt die 10. Das Erbe der Nummer 10 wird direkt angetreten. Oder was meint ihr? Was gibt man dem für eine Nummer? Ja, ich muss noch Max Meyer absagen. Der arme Kerl, Alter. Der arme Bruder. Na gut, ich rede jetzt einfach nicht mit ihm. Ich ghost ihn jetzt einfach. Lukas Schnellbacher wird gerade verhandelt. Wenn ich ihn ganz günstig schießen kann, der hat halt 10 Tore bei Elversberg. Und der hat halt auch 80 Tempo. Also der ist auch schnell und kann halt auch auf dem Flügel zocken. Das wäre natürlich geil. Ich würde ihn halt dann wahrscheinlich mainly auf dem Flügel einsetzen. Dann haben wir auch nicht das Problem mit Keke. Aber wir brauchen halt Breite im Kader. Wir haben halt, der Kader ist null breit. Wenn ihr jetzt so günstig schießen können, Flügel kann er nicht, doch LM kann der. LM. Boah, das ist schwer, ey. Soll ich den für eine Mio machen? Scheiß drauf, kein Paniktransfer. Kein Paniktransfer. Kein Paniktransfer machen. Ist ein Paniktransfer. Ist unnötig. Müssen wirtschaftlich handeln, das sind 1 Million einfach in den Wind geschossen. Ich freue mich auf Vertragsverhandlungen. Max Meyer, Bruder, wenn der wüsste. Transferangebot für Fährmann. Ablehnen. Wir hatten uns, investieren sie durch die Verpflichtung junger Spieler in die langfristige Qualität unseres Kaders zum Ziel gemacht. Der Blick auf die ersten Bilanzberichte zeigt, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Okay, geil. Also der Vorstand sagt auch nochmal, das war gut, dass wir Appelkamp anstatt Max Meyer geholt haben. Was wir halt nicht vergessen dürfen, es wird halt der Tag kommen, da kommt er hier ins Spiel. Linus Richter. Der hat 65, der ist 15. Wenn der 16 wird, ziehen wir ihn sofort hoch und der kriegt Profi-Einsatzzeit. Wofür brauchen wir noch einen Flügel? Das ist Quatsch. Wir haben diesen Linus Richter. Sobald der 16 wird, ziehe ich den hoch. Absolutes Top-Talent. Den haben wir noch, Digga, 89 bis 94 Potenzial, der Linksverteidiger. Da sind 4 auf ausgeglichen. Ja, die sind jetzt aber auch alle nicht so krank talentiert. Die können eigentlich auch alle weg. Jetzt ist nichts Wirkliches dabei. Fenerbahce will Terodde haben. Türke! Kriegt ihr nicht. Oh, Max Meyer ist komplett enttäuscht. Sorry, Max. Guck mal hier. Habt ihr es gesehen? Don Heidel hat Niklas Tauer zu Inter Mailand vertickt für 3,5 Millionen. Geil, direkt zu Geld gemacht. Transferphase ist durch. Und wir spielen ja direkt Pokal bei Union Berlin. Und die halbe Mannschaft ist tot. 10. Die haben sich gefangen. Freiburg krebst immer noch auf der 15 rum. Heidenheim ist mittlerweile letzter. Die haben einfach nur noch verloren. Aber wir müssen umstellen, Alter. Die halbe Truppe ist nicht fit. Und ich werde Appelkamp nicht direkt von Anfang an spielen lassen. Drexler von Anfang an. Oh, ich habe Müller vergessen. Ich hab Müller gescammt! Nein! Und der hat 3 Elfer gehalten im letzten Spiel. Und wir spielen im verschneiten Stadion an der Alten Försterei. Ja, Müller hat eine Grippe-Chat. Alles gut.
Marius Müller hat eine Grippe, der kann nicht. Der kann nicht, der hat eine Grippe. Wer hat denn da eine Choreo? Ist das Doki? Oder wer soll das sein? Sehen wir nochmal den schönen Turnierbaum hier. Terodde erwägt aufzuhören. Nein, Bro, du hängst noch ein Jahr dran. Du denkst ja an gar nichts. By the way, absolute Frechheit, dass wir im Pokal immer auswärts spielen. Die haben Mokoko auf der Bank. Und Kral spielt nicht von Anfang an. Jimenez, Behrens vorne im Sturm. Das ist wild. Drexler wird überall auf dem Feld zu finden sein müssen. Der muss Salazar ersetzen. Wir gehen rein. Es geht ums DFB-Pokal-Halbfinale. Jetzt mal Umschaltsituation. Drexler. Auf den schnellen Hollerbach! Die Situation brauchen wir. Uedraogo. Schallenberg. Mit all dem Mut, den du hast. Gutes Ding. Karaman im 1 gegen 1. Stark, Junge. Stark, Karaman. Terodde! Terodde! Er klopft aufs Wappen! Simon Terodde! Was eine Aktion von Kenan Karaman! Digga! Das riecht in der Pokalhalbfinale! Oh! Oh! Nein! Jimenez holt den Ball 1-1. Komm, Appelkamp. Du bist unser Neuzugang. Appelkamp! Polter! Polter! Oh! Ich gehe auf den Konter mit Lassme. Oh, das war nicht gut. Fährmann. Konter nochmal. Seguin. Und Lassme! Mach den Motor an! 36 km/h, Lassme! 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 Schalke 04 steht im Pokal-Halbfinale! Bruder! Diese fucking Legende, Alter! Das sind 36 km/h, Chat! Alter, schweißt er den da rein? Alter! Wir sind im Pokal-Halbfinale! Wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale als Zweitligist! Digga, hör ich da Europapokal? Europapokal? Was ein Spiel! Was ein Kampf! Was ein Spiel. Bochum kommt gegen... Ey, Digga, stell mal vor, wir kriegen jetzt Bochum im Halbfinale. Bitte mach Leipzig-Dortmund ein Halbfinale, Bochum-Schalke das andere. Bitte, bitte. Maxi Wittek im Chat. Ich hab dich gescoutet, Bro. Du bist auf der Liste. Ey, Appelkamp. Wollte alle überraschen. Können Sie den Titel holen? Das liegt allein an uns. Das liegt allein an uns. Das hatte nichts mit Glück zu tun, sage ich. Boah, bitte Turnierbaum. Danke, bitte Turnierbaum. Bitte Turnierbaum. Sogar zu Hause. Oh, was? Ach du Scheiße, Digga. Was ist das denn? Der Traum lebt. Uedraogo 5 Tage verletzt. Schulterprellung. Auswärts in Braunschweig. Wir müssen auf Uedraogo verzichten und wir müssen ein bisschen durchrotieren. Nehme ich mal Cissé mit in den Kader. Seguin wird starten. Ojan ist tot. Werde ich mit Matriciani links spielen. Und Kaminski in. Lassme von Anfang an. Polter von Anfang an. Terodde ist nicht fit. Schallenberg Kapitän. Boah, das wäre jetzt noch in der Liga nachsetzen. Jetzt noch in der Liga nachsetzen. Jetzt noch in der Liga nachsetzen in Braunschweig. Digga, Fährmann. Also Braunschweig spielt uns gerade komplett an die Wand. By the way, ne? Multaub auch Ex-Schalker. Kann auch sein, dass er gegen uns trifft. Oh, oh, Lassme! Wie rutscht der denn durch? Boah, ist das ein wichtiges Tor. Appelkamp mit seiner ersten Vorlage. Wie ist der denn durchgeflutscht? Fährmann, Alter. Ralf Fährmann, meine Damen und Herren. Simon Terodde, geh. Ich geh mit Simon. 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 Das Ding ist durch. Einfach auf den Jubel geskippt. Frag mich nicht warum. Boah, big. Das sind big, 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 big Points, Chat. Das sind ganz wichtige Punkte. Boah, das war wirklich ein Union-Berlin-Spiel. Ohne Spaß. Schlechtere Mannschaft gewesen. Irgendwie 2-0 gewonnen. Ein Standard, ein Konter. Hamburg marschiert halt weiterhin. Die haben noch ein Spiel weniger. Das gleiche gilt für Düsseldorf. Hertha hat wieder ein bisschen abreißen lassen. Wir sind 10 Punkte vor der Hertha. Also 7. Weil die noch nicht gespielt haben. Warten wir mal ab, bis die anderen alle spielen. So, Uedraogo ist wieder fit. Lassme muss aktuell Startelf spielen. Da gibt's gar keinen Drumherum. Das ist unsere erste Elf und die lassen wir auch zocken.
stark. Boah. Schade. Also die sind 16. Männer, ne? Also das ist wirklich ein Pflichtsieg. Vor allem, weil jetzt wieder alle fit sind. Fährmann. Sehr gut. Fährmann ist so eine Burg da hinten drin. So eine Wand. Und da passiert's. Boah. Das ist alleine, wir werden ja auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Wahrscheinlich sogar verlieren, das ist ein herber Rückschlag. Das ist ein richtig herber Rückschlag. Richtig herber Rückschlag. Das ist ein Tritt in die Magengrube. Was haben wir denn hier noch? Auswärts Wiesbaden, zu Hause Lautern. Pokal ist erst im April. Die Wochen der Wahrheit kommen jetzt bald. Also jetzt kommen eigentlich noch Gegner, die man schlagen kann. Wiesbaden, Lautern. Meister werden wir nicht mehr. Hamburg hat 16 Punkte, die haben ein Spiel mehr. Also jetzt muss ein Dreier her. Kommt, Männer. Auswärts in Wiesbaden. Matriciani hat ein Tor gemacht und ich war nicht dabei. Und wir choken in Wiesbaden. Und Matriciani macht sein erstes Tor und ich war nicht dabei. Also schlimmer geht nicht. Schlimmer geht nicht. Hamburg ist 15 Punkte vor uns. Düsseldorf hat wieder verloren und jetzt klopft die Hertha an. 4 Punkte nur noch vor der Hertha. Mann, wir sind so eine scheiß Unentschieden-Könige. Vom nächsten Match hängt wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich gut drauf. Ich bin mir sicher, dass ich die Position von Karaman viel besser ausfüllen könnte als er. Jürgen, sei ruhig. Ich denke drüber nach. Boah, was haben wir denn für Probleme hier? Alter, wenn wir das nicht gewinnen, haben wir richtig Stress. Fährmann. Also man merkt den Salazar-Abgang doch mehr, als einem lieb ist, ne? Muss man ja wirklich mal sagen. Aber Fährmann ist die letzten 5 Spiele unser bester Mann. Mit Abstand, jedes Mal. Wir kriegen noch einen Angriff. Tobi Mohr. Tobi Mohr, geh, Junge. Geh, Tobi Mohr. Was ist das für eine Winkelflanke? Und du fragst mich, dass du spielst, du... Boah, sind wir kacke. Boah, sind wir kacke. Hertha ist 2 Punkte hinter uns. Paderborn 3. Hamburg ist 17 Punkte weg. Sie wurde auch 3 Spiele nicht getroffen oder so, ne? Digga, der Linksverteidiger hat 93 bis 94 Potenzial, Andreas Meier. Also Linus Richter und Andreas Meier werden sofort hochgezogen, wenn ich kann. Die werde ich sofort hochziehen. Da stehen 2 absolute Macher in der Warteschlange. Alter Falter. Boah. Schwer. Also hier müssen 3 Punkte her. Hier müssen unbedingt 3 Punkte her. Wo ist unser Selbstbewusstsein hin? Die Mannschaft hat ja 0 Selbstbewusstsein mehr. Was ist denn da los? Was ist da los? Nach dem Pokal-Halbfinaleinzug haben die gedacht, ehrlich, die spielen nächstes Jahr Europa. Die haben schon von Berlin geträumt. Nach der Auslosung dann Bochum. Boah, ist das schlecht. Ja. 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 War eine Vorlage von Appelkamp, ich küsse dein Herz. Karaman, das ist so wichtig, Junge. Das ist so wichtig. Neu, was ein Ball! Hab ich gar nicht gesehen, lass me! Boah, das ist so wichtig. Also lass me, da werden jetzt aber auch keine Experimente mehr gemacht. Lass me muss spielen. Lass me ist Startelf. Könnte ein richtiger Befreiungsschlag sein, das Spiel. Lass me. Uedra Ogo. Guck mal, was sie wieder für ein Fußball spielen. Guck's dir an. Guck's dir an. Appelkamp mit seinem ersten Tor. 0-3. Guck mal, was die auf einmal wieder für ein Fußball spielen können. Vorlage übrigens Uedra Ogo. Der Knoten ist geplatzt. Rammel bleibt doch. Keine Experimente mehr. Erste Elf. Keine Experimente mehr. Erste Elf. Lass mir keine Experimente mehr. Zweiter gegen Fünfter. Florian Flick spielt beim FC Nürnberg. Benjamin Goller auch übrigens ein Ex-Schalker. 2 Ex-Schalker auf dem Feld. Also hier sind 3 Punkte so, so wichtig, Chat. Egal wie. Fährmann. Also Chat, jetzt aber mal ganz im Ernst. Können wir mal bitte Appreciation hier für Ralf Fährmann raushauen im Chat? Bitte. Er hat es so verdient. Er spielt so eine Mördersaison. Es ist unfassbar, Alter. Was der für eine Saison spielt, der hat sich auch die Nummer 1 das so verdient. 74 hat er, Appelkamp! Stark, Henning. Halbzeit, ganz, 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 ganz stark. Ganz, 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 ganz stark. Die ist richtig gut. Terodde! 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 Terodde!
danke dir, du bist so eine absolute Lebensversicherung. Ich danke dir, mein Freund. Was ein Eierding. Nein, oder? Nein. Nein. Oh, Fährmann! Der Hexer! Lauf, lass mir. Ist durch. Ist durch. Oh. Oh. Was für Spiele sind es hier? Jetzt gegen Pauli. Wir haben bis 6-0 abgefertigt im Hinspiel. Hamburg gewinnt jedes Spiel. Hertha ist gestolpert. Hertha 45, Paderborn 47. Ah ne, Hertha hat noch nicht gespielt. Hertha hat gestolpert. Hertha hat verloren. Hertha hat verloren. Zu Hause gegen Pauli. Schallenberg 76, stark, Junge. Und jetzt bitte, wir haben die 6-0 weggefrühstückt im Hinspiel. 6-0 im Hinspiel haben wir die weggefrühstückt. Aber heute, ich will einfach nur einen Sieg sehen. Der Rest ist mir egal. Geil. Geil gespielt. Ja! Simon! 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 So ein guter Start. Weiter. Schön. Gut abge... Ja, stark, Junge. Oh, Jan. Starkes Ding! Oh, Hidraogo. Sieh die Sané bei denen auf der Bank? Nö. Perfekt. Stark. Stark. Stark! Lass mit Terodde 2-0! Wichtig und richtig, Simon Terodde. Und wieder lass mir mit der Vorlage. Lass mir spielt so eine underrated Saison, Junge. Er wird so viel zu wenig wertgeschätzt, auch von mir tatsächlich, phasenweise. Und die spielen wieder. Guckt euch das an, die spielen wieder! Lass me! Brian, lass me! 3-0! Boah, wir kriegen so viele zweite Bälle. Oh! Appelkamp! Was ne Murmel! Appelkamp! Was ein Schuss aus der Distanz! 4-0! Was höre ich da von den Rängen? Keke, keke, top, keke, top. Keke, keke, top. Na, 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 na. Keke, keke, top. Keke, top. Keke, keke, top. Die Fans fordern ihn. Die Fans kriegen ihn. Keke. Oioioi. Terodde fast mit dem Hattrick. Gib ne Ecke. Hab ne Idee. Terodde. Fast für den Hattrick. Oh, Jan kriegt den nächsten Ball. Keke! 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 Komm zu mir, Junge! Komm zu mir, Junge! Weil ich an dich geglaubt hab! Weil ich an dich geglaubt hab, Junge! Ich bau dich langsam auf! Und ich höre es von den Rang-Chat. Keke, Keke, top! Keke, top! Keke, Keke, top! Na, 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 na! Keke, keke, top, keke, top, keke, keke, top. 5-0, Junge. Also St. Pauli haben wir wirklich zu unserer kleinen, sage ich jetzt nicht. Wir haben sie weggemacht. Ralf Fährmann, die meisten Spiele ohne Gegentor. 10 Spiele ohne Gegentor, Ralf Fährmann. Angebot für Top zurückgezogen, richtig so. Ah, Kaminski, du darfst wieder spielen, du darfst wieder spielen, alles gut. Da gucke ich auch mal wieder gerne in die Presse-Chat. Da zahlt man mehr, der Turnover. Es geht bergauf. Keke, top, die Schalker singen. Ja, da ist er. Da ist er, Junge. Da ist er. Wichtig. Fährmann Totzkarte wurde geleakt. Herzlichen Glückwunsch, Ralle. Ja, ein bisschen früh, aber hat er verdient. Zu Hause gegen Hertha, dann zu Hause Karlsruhe, dann auswärts Düsseldorf. Und dann kommt die Pokalwoche und dann zu Hause gegen Hamburg. Uiuiui. 3 Punkte vor Paderborn. Ey, Paderborn hält Schritt. Paderborn mischt da richtig mit. Ey, Hamburg hat unentschieden gespielt gegen Karlsruhe. Es sind nur noch 15 Punkte. Chillig. Terodde 24 Hütten. Bei Hamburg ist halt krank, ne? Die haben Glatzel mit 16 und Dompe mit 15. Lassmes 8 Saisontore. Kruse auch 8 Saisontore. Dompe 8 Vorlagen. Ojan 7. Karaman 6. Terodde 5, Drexler 5. So, Chat, das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Matriciani 74 ist hochgegangen. Das sind richtig heftige Big Points. Die Arena ist da. Ja, super. Super Start. Super. Arena ist komplett da. Ja, nice. Ja, nice. Nee, geil. Ja, geil.
Arena ist da. Ja, wenn wir das verlieren, ist Hertha zurück im Aufstiegsrennen. Ach du Scheiße. Es ist zu spät. Lass mir mit dem 9. Saisontreffer. St. Pauli geht schon wieder 0-3 baden. St. Pauli auch sehr stabile Abwehr. Paderborn kann gleichziehen mit uns. Also das, was halt uns echt retten könnte hinten raus, ist die Tordifferenz. Die ist halt bei uns richtig strong. Die Tordifferenz ist halt, das könnte uns halt echt noch retten. Aber Hertha und Paderborn sind komplett dran. Wenn Paderborn jetzt gewinnt, spielen in Braunschweig. Braunschweig ist 16. St. Pauli 46 Gegentore. Alleine 10 von uns. Oh, Transferangebot für Tobi Mohr. Southampton 3 Millionen. Ja, komm ran, Junge. Geh am Ende der Saison, kein Problem. Southampton, kommt mal rein ins Büro hier. 3 Millionen. Mach 3,5, Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Ab nach England. Okay. Treffen uns in der Mitte wie Männer. 3,2,5, treffen uns in der Mitte. Top. Chat. Super Business für die nächste Saison. Tobi Mohr ab nach England. 3,25 Millionen. Here we go. Guter Transfer. Und der Ex-Verein von einem gewissen Herrn Reaktion zeigen möchte, Keke Top haben, aber gib es nicht. Ich nehme jetzt mal ein paar Verteidiger mit, weil sonst heult der Vorstand rum. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Sonst sagt der Vorstand wieder, sollst aber hier Verteidiger verpflichten. Sonst, ja, hervorragende Jugendarbeit, da kommst du direkt. Die Fortschritte unserer Fußballschule begeistern uns enorm. Maul! Also, Freunde, ihr seht hier nochmal die Tabelle. Wie ihr seht, beim FC Schalke 04, es kracht, es pfeift, es wird nicht die wie erwartete 90-Punkte-Saison, von der wir gesprochen haben, es gibt Probleme. Wenn euch der Part dieser Karriere gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir bei Instagram für den nächsten Karriere-Part, dann wisst ihr, wann wir streamen, wann das neueste Video kommt. Ansonsten bei YouTube einfach die Glocke aktivieren, gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn es noch nicht gemacht hat. Transfervorschläge rein für potenziell nächste Saison erste Liga. Ich hoffe es. Ich lese mir die Kommentare alle durch. Macht sehr Bock bei Karriere. Like wäre ein Träumchen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Kuss.